Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2016 im Koop mit dem Oberlappen. Mischa. Ja, willkommen zurück zu Formel 1 2016. Ja, noch drei Rennen sind zu absolvieren. Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ja. Tobi hat Bock. Er ist on fire. Wir machen das jetzt relativ schnell hier die Aufnahmen. Wir machen jetzt in drei Tagen machen wir jetzt hier die drei Strecken. Weil ich bekomme am Mittwoch, den 22. bekomme ich noch einen anderen Gips und da weiß ich halt nicht, ob ich dann noch da richtig damit fahren kann. Das werde ich dann sehen. Deswegen will ich das ganze Koop schnell machen. So, Wetter. Schnell. Quali guck mal nach dem bewölkt. Wetter. Okay, trocken anscheinend alles. Setup hast du, ne? Müsstest du ja, das haben. Ist das erste Setup, was ich hatte. Sind die erste Strecke damals gefahren. Mexiko. Warte, muss ich mal gucken. Auto-Einstellung. Qualifying könnte auch regnen. Könnte auch regnen, weil die 9 plus 90 Minuten, so weit fahren wir ja gar kein Qualifying. Ja. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. So, gibt's irgendwas Neues? Ja. Der Williams wurde vorgestellt, erstmal nur online. Aber? Also, der kam so plötzlich. Der kam quasi von jetzt auf gleich. Ja. Was sagst du dazu? Wenn ihr das hier seht, dann haben wir schon alle Fahrzeuge eigentlich schon fast durch. Ja, da haben wir denn schon. Da sind wir eigentlich alle Fahrzeuge schon fast schon durch, ja. Das habe ich dir nicht wirklich angeguckt, weil es ja nur diese Online-Bilder gab. Ich will ja. Den in Natura sehen. Ja, aber groß viel verändern tut sich da offensichtlich nichts. Vom Design her meinst du? Ja, genau. Und was fährst du denn raus mit Medium oder Soft? Ich glaube, mit Soft mal raus. Richtig, den Medium möchte ich gar nicht benutzen. Medium ist kacke. Kacke. Hier, wenn man hier gut ist, kann man hier, glaube ich, Soft und zwar mal Super Soft fahren. Richtig. Nee, oder Super Soft, 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 das glaube ich eher. Ja, ist auch eine gute Strategie. Bloß kein Medium. Außer du kannst mit dem Soft und dann kannst du mit dem Medium durchfahren. Dann ja. Mittwoch ist bei uns Liga-Rennen. Bahrain, mal gucken, ob ich denn da mitfahren kann. Oder wie es aussieht. Nicht? Sieht ganz gut aus. Ja? Ja, ich muss mal gucken. Ich will gerade fragen, woher, aber wir sollten das wissen. Ob es gut aussieht oder nicht. Ja, wegen dem Gips, ob es denn noch, weil es so ein rundum Gips denn ist. Ich weiß nicht, ob das denn anders ist, ist wahrscheinlich ein anderes Material, aber... Merkst du es eigentlich beim Fahren? Natürlich merke ich das. Echt? Tut das leicht weh, oder? Es drückt ein wenig. Aber wenn ich jetzt nach 19 nach links lenke... Also komplett nach links. Und in der Kurve denn hochschalten muss, dann versuchen wir mit dem Finger noch richtig ranzukommen. Das ist ein bisschen schwer. Lecker. Aber... Nach rechts lenken ist alles gut, aber nach links lenken? Gut, sei froh, dass wir hier im Uhrzeigersinn fahren, dann musst du mehr nach rechts lenken. In Brasilien könntest du dir zum Verhängnis werden. Ja, aber mal gucken. Uns haben wir eigentlich keine neuen wirklichen Themen. Also den Red Bull brauchen wir echt, denn wirklich zwei Sachen machen nicht. Auf keinen Fall kommt der in Frage. Ja, wir sind ja schon relativ gut damit, also auch Ultimate Family Decker ja schon weg. Weg. Du noch mehr als ich. Naja, so viel auch nicht mehr. War mal mehr. Aber du hast dich schon gesteigert, also gesteigert hast du dich auf jeden Fall. Ja. Im Vergleich zum am Anfang. Kann man sagen, was man will. Ich sag nur Italien zum Beispiel. Selbst mit Reifenback mein Tempo gefahren. Und das Rennen gewonnen. Was hast du noch gewonnen? Spanien. Ja, und Spanien. Da habe ich mich aber halt weggedreht. Das war eh nicht meine Strecke. Also Spanien ist die KI deutlich am stärksten. Aber wir können schon die Supersoft draufgezogen. Ich habe das Gefühl, werden wir im ersten Sektor viel Zeit liegen lassen. Na, der Highspeed-Sektor. Ja, genau.
Ich stricke hier mit Strängen, ist ganz schön eklig. Schon unterwegs? Ja, oder? Klar. Klar. Wir müssen ja die Reifen mehr auf ihre Haltbarkeit testen. Die Longman-Fähigkeit müssen getestet werden. Science auf Medium, Raikön auf Supersoft. Und der gute Knabe ist nicht gerade langsam unterwegs. Das ist auf keinen Fall. Top Speed, das habe ich mit 3. Bei 40. Und zu spät gebremst. Auch schön abgekürzt. Kann man hier sehr gut. Fährst du noch fett? Nee, noch nicht. Ich werde mal hier einfach in Mexiko. Hamilton fordert mehr Skatkurse. Was sagst du dazu? Oder Ricardo hat auch nichts dagegen sagen, wahrscheinlich. Ich habe irgendwas überlegt, so in der Settle Corsa, dann mal so einfach so mal eine Formula Form 1, so eine Form 1 mit allen Stadtkursen in der Geschichte mal zu machen. Ja, warum so. Machst du es nicht? Einmal überlegt, so, ich hab mir mal so eingefallen, wo ich mir so ältere Formel 1 Jahre gesehen habe. Das ist so Mexiko ist ja Stadtkurs. Monaco, Singapur, Aserbaidschan, Valencia, dann hast du Detroit, hast du dann hast du Dallas, dann hast du glaube ich auch Las Vegas. Das sind so die Stadtkurse, die mir einfallen. Also der Softreifen baut sehr gut ab. Ja. Bei mir gerade. Ich bin schon bei gleich 20% bei 4 gefahrenen Runden. Rundenzeiten 1,21 tief. Ja. Naja, ob die Formel 1 jetzt mehr Skatkurse braucht, wage ich mal zu bezweifeln. Das ist die Formel E da. Ja. Also ich hätte schon was dagegen, mehr Skatkurse, ey. Lieber mehr Traditionsstrecken rein. Da bin ich eher der Fan von. Jetzt ab 2018 kommt er den Paul Ricard-Circuit rein, der ist auch sehr altmodisch. Eine alte Strecke, die auch schon in den 70ern gefahren sind. Genau wie Mexiko damals hier in den 90er. Und auch 70er. 70er. Tobi hat Ahnung von Formel 1. Ich habe da neulich einen Formel 1 richtig gesehen. Da sind die 1970 hier auch schon gefahren. Und da gab es dieses Stadion hinten. Was du nach. Noch gar nicht. Das gab es da schon. Dieses, was so wie eine Schildkröte aussieht, so ein Schildkrötenpanzer. Das gab's da schon. Du weißt, was ich meine, bestimmt. Ja. Das gab's da schon, 1970. Ah, der Reifen braucht schon. 1,27. Aber mal die Rundenzeit fällt nicht ab. Das ist ausschlaggebend, ne? Also die Männer 5 Mal bin ich jetzt schneller gefahren. Gut, die Mercedes werden glaube ich hier schwer zu schlagen sein. Da werden wir in Brasilien ein leichteres Spiel haben. Und echt war es auch hier ein spektakuläres Rennen um Platz 3. Genau, wo wenn der Ricciardo es am grünen Tisch bekommen hat. Mit Vettel ausrastern, Beleidigung. An Charlie Whiting. Gut, wir könnten ja mit uns mit Vettel duellieren, nur ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Eher Lewis Hamilton oder Nico Rosberg. Ich glaube, dass wir schon schneller fahren können hier als die beiden Ferraris. Als Scuderia. Da habe ich auch eine Frage bekommen, ob Ferrari drankommt oder nicht. Nächstes Jahr oder dieses Jahr eher gesagt. Ich glaube nicht. Hoffen tut man ja, aber... Hoffen... Du alter Auto.
Auf einmal meinte Alonso auf der Geraden kurz vorm Bremsen erstmal auf der Derlinie 50 zu fahren. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 21.0 bist du gefahren. Ross wirklich schneller. Okay, auf Medium wohlgemerkt. Nee, was? Ja. Fahrer vor mir. Ihre beste Rundenzeit 20.4. What? Okay, ich reihe mich schon mal auf Position 3 ein. Na gut, im Training ist die KI immer stärker. KI rastet auch immer richtig aus, Alter, im Training. Komm, und die Runde, nee. Nächste Runde wird noch fett hier gefahren. Obwohl wir eigentlich genügend Erfahrung hier auf Mexiko haben, wundert es mich, dass der Rosberg schneller ist als ich. Aber der Wagen rutscht aber auch hinten mit der Hinterachse. Mexiko ist eher am schönsten. Vettel auch schneller als ich mit Soft. Easy? Okay, ich krieg Panik. Wie sah es denn sonst in meinen Trainings aus? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Schon so lange her. Aber die holt ja, glaube ich, im Schlusssektor wahnsinnig viel Zeit raus. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Oh, der Pfeffer bremst. Du bist ja mitten im Getümmel, sehe ich gerade. Wo ist hier Bock? An sich gibt es nicht viel zu erzählen. Irgendwas loswerden willst? Nein, eigentlich momentan nicht. Du? Hast du noch irgendwas? Nee, irgendwie. Formel 1 Winterpause, man merkt das halt voll. Gibt's halt nichts. Also, gerade was Formel 1 angeht, keine Chance. Keine Chance. Ja, Bottas, der ist. Der war dann im Werk, wie heißt es, Brackley? Bei Mercedes, ja, im Werk war der, ja. Und in Stuttgart war er auch. Hamilton will keine Tipps verraten, oder? Alter. Rosberg möchte keine Tipps gegen uns. Ja, verraten. Und Hamilton möchte die Daten nicht rausdrücken an Bottas, mein Gott. Welche Daten in dem Fall? Ja, Trainingsdaten oder sowas. Hat er doch gar keinen Einfluss drauf. Ich bin eher gespannt, ob Bottas wirklich mithalten kann. Langsam baut meine Soft ab. Mir. Ja, Bottas auch. Ihre beste Rundenzeit beträgt Alonso 20.8. Okay. Die KI will's hier wissen, habe ich das Gefühl. Ist aber nur Training, Tobi. Das heißt ja grundsätzlich nichts. Wir fallen aber noch nicht auf Fett. Boah, der ist. Oh, das Heck. Das Heck ist echt instabil. Brutal, wa? Fand ich 16 im letzten Sektor. Ey, du bist schneller als ich. Doch fett gefahren. Achso. Weil die 6 sind im letzten. Ja. Auf Raikön oder auf wen? Ja. Ja, mit Supersoft ist er ja auch gefahren. Ich war 13. hinter ihm. 13. nach dem zweiten hinter ihm. Dieser Mittelteil, diese engen Kurven. Wie viele Runden fahren wir hier? 35, ne? Ach du Scheiße. Bei dem Reifenverschleiß gerade. Ich habe jetzt 40% schon überall. Ne, ich noch nicht. Ich habe 42 vorne links. Und meine 8. Keine Ahnung, wo bist du? Welche Runde? 9? Na, oben rechts geht Runde 9. Also 9 bin ich schon gefahren. Du? Runde 8 steht bei mir. Der Spritstand ist sehr niedrig, dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von 2 Runden an die Box. Aber man merkt, dass der Reifen auch abbaut. Mal wieder in die Box rein.
Hörst du schon wieder rein? Ziehst ja nur super soft Reifen auf. Denke ich mal. Jetzt fahren die anderen auch wieder gleich rein, dann kann ich wieder raus und ich schmecke ein bisschen leerer. Hast du irgendwas von meinem Lenkrad gerade gehört, oder? Ja, ein bisschen hat man was gehört. Da muss ich vielleicht noch die Empfindlichkeit ein bisschen runterstellen beim Mikrofon. Weil wenn ich die ganze Zeit lenke, und dann hört man halt bei mir mein Pegel was ausschlagen. Ja. Also schneller könnte ich auch noch, eine 20.6 schaffe ich noch. Mit den Soft. Ja. Gucken wir mal auf die Zeiten hier. Also erster Sektor, Rossberg mit Medium, Alter. 29.2, ich 29.4, du 29.5, 9.7. Zweiter Sektor ist bei uns ungefähr gleich. 29.7, im dritten bist du nochmal 21.3, ich 21.4. Alter, Bottas, Alter, Ben ist offen. Oder Alonso. Hallo? Gerade Alonso, die ey. Die holen alles im letzten Sektor. Ja. Was machen die da? Das frage ich mich in der Karriere auch. Hey, komm. Was die da machen. Das ist aber auch wie in Spanien, die letzte Kurve. Da fragst du dich auch als Spieler, was machen die da anders? Wo haben die da den Grip? Und du als Spieler fragst dich, hä? Ich finde es ja nicht schlecht, dass die Karriere ein bisschen stärker ist, ja, um Gottes Willen. Aber was die manchmal in einem Sektor rausholt, finde ich unnormal. Ja, das geht eigentlich. 6 Zehntel, weißt du, ich fahre den letzten Sektor nicht so schnell, dass ich 6 Zehntel auf ihn verliere. Also bitte. Das glaube ich nicht. Weil wenn man sich die KI dann selber anguckt, dann fragt man sich dann, hä, wo sind diese 6 Zehntel schneller gefahren? Ja. Ich nehme mal die Super Softs hin. Bisschen weniger Benzin. So, und raus. Qualify, ne? Ja. Jetzt mal eine Runde sitzen. Okay, wenn man auf streng fährt, ist halt ein bisschen, ja, was wir da machen, ist halt ein bisschen anstrengender zu fahren. Man muss nur aufpassen. Auf reduziert kannst du halt rüberbrettern wieder hoch. Regulär heißt das. Ich reduziert. Regulär, okay. Also bei 12 Runden wird's so kritisch mit den Reifen. Also ich habe 5% vorne links. 50. Ja, jetzt habe ich 55, 56. Also soft, soft, super soft. Das ist aber ein hart an der Grenze schon. Ah, du musst eigentlich schon so 13, 14 mit dem Soft kommen. Wir haben plus noch die Qualifying-Runde, ne? Müssen wir nicht unbedingt. Nach dem Reifenbug. Ja, das meine ich ja, aber die musst du trotzdem noch mit einem berechnen. Wir könnten ja mal splitten. Einfach mal so aus Spaß. Achso, einer auf Supersoft, einer auf Soft. Können welcher machen? Okay, auf welchen Reifen willst du sein am Anfang? Ich fahr mal auf den Supersoft. Okay, dann versuche ich das mit dem Soft mich zu qualifizieren. Am Ende schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr mit dem Supersoft mich zu qualifizieren. Okay, also splitten wir mal die Strategie. Ja, okay. Einfach mal ausprobieren. Ja, warum nicht? Vor allem du musst der aggressivere sein. Du willst ja noch auf Hamilton und Rosberg was aufholen. Ja, die schlagen noch 16 Runden maximal nur vor. Gut, ich kümmere mich um die Änderung. Die ganz reifenschonenden Fahrer. Du bist aber auch nicht deutlich schneller gewesen auf den Soft. Nee. Minimal. So, Fett und Supersoft. Alter, Rosberg auf Medium 20-0. Alter! Wo ist denn der Hamilton eigentlich? Noch nicht, keine Zeit. Tobi mitten im Verkehr, wie ich das richtig gesehen habe? Ne, doch nicht. Hamilton jetzt auf Supersoft, okay, wir werden gleich eine Referenz haben. Mach's auch auf den Supersoft. Tobi ist wahrscheinlich schon am Kämpfen mit dem Wagen. Kämpfen noch nicht hier. Läuft alles.
10 Minuten haben wir noch. Aber 19, gut, 19 auf Superstar findet man noch auf Kimi. Tobi jetzt im letzten Sektor. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Und? 19.3. Mit den Supersoft. Ja. Okay, wie viel vor Kimi? Weiß ich nicht. Sag Fahrer hinter mir, dann weißt du es. Fahrer hinter mir. Und sag dir die Rundenzeit durch. 13. Okay. Bist du auf Fett gefahren schon? Ja, das war jetzt maximal. Maximum war das. Alter. 14% hinten und 11 vorne. Mach wie viele Runden? Eine schnelle. Was? Was ist mit dem Reifen? Und die Outlet. Easy. Bist du da gerade so langsam? Ja, ich kriech hier. Okay. Ich glaube, das können wir uns in die Backen schmieren. Super soft, soft und soft. Kannst du gleich mal gucken, wegen Reifen bei dir? Ja, hab ich schon offen. Mit wie viel Prozent du rüberfährst? Ja, kann ich machen. Komm, dann hab ich überall zwei. Regel mir das Soft raus. Erster! Weiß noch online, da fahren wir hier 17er Zeiten, Alter. Ja, 17 hoch, ne? Ja, 17 hoch. Ey, ich hab jetzt schon überall 4%, ey. Du fährst immer schnell. Ja, aber nicht am Limit. Ja, also lass mal 5 sein, man sieht die 5 ja nicht. Ich fahr wieder rein. Reicht mir. Mach das. 6! Hab ich schon hinten rechts. Oh mein Gott. Alter. Alles klar. 18, ist die 9. schneller? 18, 9 sind 15 ungefähr. Also Schlusssektor. Ich hatte auf Kimi hatte ich Vorsprung, muss ich sagen, hatte 3/10 Vorsprung und die habe ich auch gehalten im letzten Sektor. In den letzten Sektor hätte ich noch besser hinkommen, aber wahrscheinlich hat er mit mir wieder irgendwas abgezogen. Das ist der Besteller, im zweiten nimmt er mit 2 ab und im letzten 3 nimmt er mir ab. Hamilton jetzt. Komm, der letzte Sektor ist. Uiuiui. 19,9, aber ohne Fett. 14%! Boah. Ja. Du hast im ersten Sektor hast du 14. verlierst du noch. Ja, weil ich da nicht auf Fett gefahren bin, das merkst du dann halt schon. Also ein langsamerer nur jetzt auch vor dir. 29, 4. Also der Reifen baut schnell ab, Tobi. Oh ja. Ist an der Stelle? Nee, eigentlich nicht. Nee, okay, merkt man auch schon ein bisschen. Schon 17. im ersten Sektor dahinter. 700. wenn überhaupt. Ne, du bist in 29.7 gefahren bei mir. Ich habe aber nur ein Data von 2/10. Ja, hat's eh vergessen jetzt. Naja. Data von 2/10 minus. Jetzt habe ich bloß 7. Jo. Schieß ab, schieß ab. Die macht aber auch keinen Platz, die ignoriert dich eiskalt, die KI. Aber die auch auf eine schöne Runde ist, warum ja, im Karriere hätten die Platz gemacht, hätte sie sich eingelenkt. Wie viel war der richtige Bock? 23,1, damit wärst du. Oh, letzter. Letzter, L.
Ja, du hast schon mit Fett allein in dem ersten. Nur auf der Geraden ein. Fast zwei Zehntel raus. Ja. Irgendwie komme ich mit dem Red Bull hier nicht klar. Da wünsche ich dir viel Spaß, wenn du mit den Reifen starten musst, echt. Die wollen richtig ab, ey. Wenn du fünf Rennen. Wie viele Minuten haben wir noch? Fünf. Oh Gott, das ist bitter. Easy. Ja gut, die Kai schon am Weg. Und die Reifen sind tot. Ja, natürlich. Der Palmer will mich ja noch ärgern hier, ey. Boah, das ist traurig, ey. Weil wir kein, dass wir keinen Topspeed haben. Ja, die Reifen sind tot. Der Tag bricht ja aus. Aber ich bin schneller im ersten Sektor. Ja, 29,3. Ja, aber die Reifen, ja, die sind tot. Ja. Etwa 4 Runden. Also, Tobi, du schaust auf den Super Soft, ich auf den Soft, das weiß ich jetzt schon. Obwohl die Rundzeit nicht so schnell einbricht. Ist Rosberg noch draußen? Der ist in der Box. Ja, gut. Den Medium, Alter, ist das nicht mal eine. Alter. Na gut. Auf Medium. Ah, der Rosberg. Ja, ja, immer dieser Rosberg. Boah. Aber hier ist die Garibu wieder ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Oder verlieren wir so viel auf der Geraden? Klar, wenn wir im Schlusssektor auch noch was verlieren, im ersten auch, dann haben wir eigentlich nur den zweiten, da holen wir nichts raus. Ja, dann kommt das hin, ey. Na gut. Komm. Ja, da darf ich auch noch mal kurz die Zeiten mal angucken. Nö. Boah, bist du gemein, ey. Ganz kurz. Ja, ja, mach ruhig. Was? Kimi ist schneller gefahren als ich? Oh, ich krieg Angst. Ich krieg Panik. Ich sehe das doch, Kimi regnet zu. Rosberg auf Medium, yo, ist klar, ey. Okay, da wird ein Aufwahl gegeben hier, und zwar der richtig fette, ey. Idi. Boah, der fette 20-0, ey. Auf Medium. Und der Hamilton eine Sekunde schneller. Ja, aber nur auf Supersoft. Der Sainz hat auch nur eine 20,9 auf dem Medium. Das ist so kacke ist das gar nicht. Quert erstmal eine Platzstrafe wegen Kollision mit Rosberg verursacht. Wer? Quert. Ja, der Russe. Ja, der Russe interessiert uns nicht. Wir bedanken uns für Mexiko. Morgen geht's weiter im Qualify mit mir und Tobi. Also macht's gut, haut rein und ciao. Bis dann.